Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück in den Heartlands. Wir genießen den Blick hier über diesen wunderbaren großen See. Die Archäologin hat sich inzwischen davon gemacht und ich sehe hier gerade, hier ist noch ein bisschen Schafgarbe, wenn ich das richtig sehe. Lasst uns die nochmal schnell einsammeln, wo wir jetzt nun gerade hier stehen. Können wir bestimmt irgendwann mal gebrauchen zur Herstellung von was auch immer. Okay. Wow, und wir haben quasi zufällig, ohne dass ich das geplant hatte, Kräuterkenner 1 geschlossen. Mhm. Für Kräuterkenner 2, was ich ja eigentlich nicht so richtig angehen will, sollen wir 4 Beerenarten pflücken und probieren. Nein, wir haben aber jetzt was anderes vor. Ach, schaut mal, wir können jetzt auch dadurch verstärkte Ausrüstung beim Trapper freischalten. Wir haben was anderes vor, denn wir wollen hier zu Emmett Granger. Wegen des Revolverheldens und des Autors. Und was war das eben? Habt ihr gesehen? Da tauchte ein Bison einfach so auf. Durch Zauberei. Aber, mal gucken. Können wir den möglicherweise... Können wir dem noch das Fell über die Ohren ziehen? Sieht aber schon ziemlich vergammelt aus. Wahrscheinlich hatte Arthur einfach nur... Oh, schaut mal, Ratten sind da sogar am Start. Nee, das sollten wir sicher nicht... nehmen. Verwest. Wir können es nicht mehr häuten. Dann machen wir das auch nicht. Das lag natürlich die ganze Zeit. Der Arthur hat noch nicht richtig hingeguckt. Ist ja ganz klar. Gut. Dann schauen wir mal, wie wir da jetzt hinkommen. Zu diesem Typen, der da unten irgendwo sich befindet. Ach so, wir kommen hier direkt über die Gleise rüber. Das ist ja perfekt. Wunderbar. Und was ist denn das hier eigentlich noch für eine Grube? Die lasst uns mal vorher inspizieren. Hat die irgendeine Bedeutung? Finden wir noch irgendwelche Saurierknochen? Hm. Ist merkwürdig ausgehöhlt, aber das war vielleicht irgendein Sturzbach, der hier den Berg runtergekommen ist. Das muss also nichts bedeuten. So, und hier scheint der Typ zu wohnen, wenn ich das richtig sehe. Hier rechts. Schaut mal, der hat hier aber einen kleinen schönen Hof. Wir gucken noch mal ganz kurz in unsere Tasche und informieren uns über den. Ich habe das schon wieder vergessen. Emmett Granger, da haben wir ihn schon. Mal gucken, ob der noch so aussieht. Also, perverser Mörder, Schweineliebhaber. Massaker, vermeintliche Beteiligung, Verdächtiger, Zeuge, Begnadigung, warum? Okay, das ist alles unklar. Er verweigert offenbar auch Gespräche. Bisher, mal gucken, ob wir ihn irgendwie überreden können. Ich denke, wir werden mal hier ohne Gewehr hingehen. Das sieht immer gleich so monströs aus. Aggressiv aus, wenn man so ankommt. Okay, Schweine hat er schon mal. Hat er eben über uns gesprochen? Hallo, Mister. No, don't like the look of it. Hey, you. What do you want? Howdy. You Granger? That's my name. My occupation too, if you hadn't noticed. Weren't always like that, though, were? You used to be a quick draw guy. You knew Jim Boy Calloway? Used to be's correct. Then there's a long over. And who might you be? Don't matter. I need you to tell me about Jim Boy. Just a quote for a book. A book about Jim Boy? Shit. I can't talk to you now. Look at me. I'm knee deep in hog crap. Well, don't mind me. We can talk while you work. I ain't talking and shoveling. Besides, a young man like you could get it done in half the time. I don't know about that. What's to know? You interested in the old days? You shovel this shit, I tell you some stories. You keep your hands clean, I don't give you squat. God damn it. These better be some stories. Oh, they are. Pick up the fork and get to work. Oh, man. Or get out of here and stop wasting my time. All right. I'll shovel your damn shit. Jim Boy weren't nothing, you know. Me? I killed men, women, and children, too. Animals. I even killed rocks.
and I killed them good. I shot folks, stabbed folks, skinned folks. I scalped some. Du sollst mir über dich erzählen. They scream when you scalp them. Hey, let me work. Don't know what got into these hogs, but I know what's coming out of them. I bash folks, butchered folks. I burn folks alive. Ja, ist gut. Du sollst über Jimboy erzählen. One time, I get it, all right? You're mean. What about Calloway? You have no idea, girlie. By a feminine type like you, I'd probably have chopped your head off, stuffed you, and eaten you like a sausage. No doubt. Now it's clean enough to eat off. I guess I'm done. Get that barrel to the shit pile, and I suppose you is. All right. No shortage of shit round here. Comes from hungry hogs and no hands. Die paar Schweine, sag ich jetzt mal. That stinks. Okay, I cleaned up your mess. Go on. Tell me about Calloway. I said I'd tell you stories. I didn't say they'd be about him. Don't trifle with me, old man. You knew him. Just give me something, anything. You're making a book. You should make it about me. They're just words, is all. Give me something to say, and I'll leave you alone. You owe me that. Hey, you be careful. Killer like me, it don't take much to end up on the end of my knife. One time. You know what? I don't think you were anything at all. Just a crazy old man. I ain't a killer. Well, you'd already be hog feed. I hadn't made a deal with the Federals got this far. This is your last chance, Mr. Granger. Give me a quote for the book. Hey, hey, you don't hit no man of peace, no government witness. Calloway said you was full of piss, but he didn't tell me the half of it. I'm itching to drop you, girlie. Only you ain't worth my time. I got too much to lose. Too much to lose? Well, seeing as I cleaned up this pigsty, I figure I'm in my rights to wreck it. Let's see. You don't want to do that? You walk away right now. Well, well. All I wanted was a quote. You don't know who you're trifling with. That's my stick! Okay. Aber er hat Kronzeugenregelung in Anspruch genommen, habt ihr gehört? Oh, verdammt, da wollte ich gar nicht aufspringen. Das wollte ich hier reinstecken. There you go. No. No. No! You did not! Ach, Kraft! You just took yourself a regular shit shower, Mr. Granger. Boy, that's real nasty. You earned yourself a killing. And I'm gonna enjoy it now. Draw! It's gonna be the last thing you do. Okay. Eieieiei. Okay. Und jetzt sollen wir ihn noch fotografieren? Ups. Nicht getroffen. Das Pferd flippt total aus da hinten. Das ist aber nicht unser. So. Das ist kein sonderlich schöner Anblick für so ein Buch. Aber egal. Warte mal. Fokussperre? Was ist das denn? Zoom. Fotos ansehen. Fotografieren. Naja. Machen wir mal dieses Foto. Oh, ich wollte ihn nicht noch auf ihn drauf treten. So, hat er noch was bei sich? Er wollte uns mit dem Messer erdolchen. Habt ihr es gesehen? 86 Cent. Können wir das Pferd mal ein bisschen beruhigen? Nein, 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 nein. Oh Gott, was mache ich hier? So, kommt. Ich wollte nur das Pferd untersuchen erstmal. Ein Morgen. Das kennen wir noch nicht. So wie es aussieht, dann schauen wir uns das erstmal an. Ein Morgen. Das scheint kein sonderlich tolles Tier zu sein. Morgens werden gemeinhin als Reitpferde angesehen. Man erkennt sie an ihrem kleinen, zierlicheren Körperbau und dem eleganten Gang. Stichelhaarige, braune Isabellen, Leberfüchse, Braun- und Lichtfüchse kommen in der Wildnis vor. Allerdings können stichelhaarige Braun- und Isabellen auch in Ställen gekauft werden.
Ihre Gesundheit und Beschleunigung sind schwach, ihre Geschwindigkeit und Ausdauer durchschnittlich, wodurch sie sich eher für kurze Reisen anbieten. Gut, haben wir das auch erfahren. Aber sag mal, können wir das Pferd nicht nochmal ein bisschen beruhigen? Ist ja Wahnsinn. Streicheln, fliehen, nee, es ist einfach völlig, völlig aufgebracht. Können wir es hier losschneiden? Ups, das ist gut. Nee, es geht aber überhaupt nicht. Kommen wir jetzt wieder raus aus der Ecke? Ja, kommen wir. Gut, schauen wir uns hier noch ein bisschen um, ne? Ich meinte, der Typ ist tot, vielleicht hat er noch irgendwelche Wertsachen gehabt. Mal gucken, ob wir in seine Hütte reinkommen. Mal gucken, ob hier noch was ist. Hier ist nur seine Pumpe. Hier hinten. Gut, bei den Schweinen, das wissen wir, da ist nicht viel. Hier vermutlich auch nicht. Gott, kann sich dieses Pferd mal beruhigen? Oh, die Tür ist hier noch. Die können wir eintreten. Sehr gut. Zumindest wurde mir das eben angezeigt. Ja. Okay, hervorragend. Wer hätte das gedacht? Was finden wir denn hier? So. Ihr habt mir übrigens gesagt, ich soll immer mal regelmäßig diesen Adlerblick einsetzen. Das ist wahrscheinlich ein guter Hinweis. Dann sieht man erstmal, wo was blinkt. Und sieht vermeintliche Schätze, die hier offenbar nicht verborgen sind. Also wenn ich den Adlerblick ernst nehme, dann gibt es hier nur zwei Sachen im Regal. Aber immerhin eine Mundharmonika. Oh, schön. Die werden wir gleich mal benutzen, wenn wir aus diesem stinkigen, sehr stinkigen Schweinepriesterhütte raus sind. Und hier, aha, den Nachttisch hat mir also der Adlerblick nicht angezeigt. Da liegt ein schönes Buch, aber leider kann ich das nicht mitnehmen. Überhaupt, Arthur scheint sich nicht für Bücher zu interessieren. Ein Repetierkarabiner, aber das ist, glaube ich, derselbe, den wir auch schon am Start haben. Insofern, ja, nee, mehr ist hier vermutlich nicht. Aber die Mundharmonika, warte mal, können wir die hier irgendwie so verwenden? Ist die irgendwo hier verborgen? Nee, macht Arthur vielleicht automatisch mal, wenn er Lust hat. Gut, kochen wollen wir auch nicht. Ich denke, im Hühnerstall wird auch nichts groß verborgen sein. Ich schaue mich hier noch einmal um. Nein. Okay, dann haben wir zumindest den ersten Teil dieser Geschichte erledigt und können hier verschwinden. Ich denke, wir werden mal noch ein bisschen die Gegend erkunden. Wir werden mal runter zum See reiten. Ich will mal schauen auf der Karte, wo genau das Gebiet ist. Ja, ich denke auch, wir waren bei der Flatneck Station, waren wir schon. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier jetzt mal runter zum See reiten, hier am See entlang. Vielleicht vor der Station hoch und dann über die Flatneck Station zurück nach Horseshoe Overlook und auf dem Weg vielleicht doch nochmal eine Jagd machen. Ich bin immer noch interessiert an einem Gabelbock. Okay. An einem perfekten möglichst. Also erstmal runter. Morning. So, mal gucken, ob wir hier querfeld einreiten können. Oh, hier ist eine Schlange. Ist gut. Man sieht die Schlangen aber auch gar nicht. Man kann aber, glaube ich, auch mit Revolver auf die feuern. Da hinten ist schon Gabelbock wild. Alright, boy. Aber lass uns erstmal diesen wunderbaren See genießen. Das Pferd ist unruhig. Merkt ihr das? Ja. Oh, ist ja herrlich. Wunderschön. Dahin. Oh, hier ist aber viel wild. Oh, wartet mal, Leute. Da werde ich doch direkt mal zum Fernglas greifen. Halt, das war falsch hier. Ob hier vielleicht schon was ist für uns. Ein männlicher Gabelbock, 3 Sterne. Tatsächlich, Leute. Dann hoffe ich, dass der nicht wegläuft. Ah, der soll sich mal... Ah, schlecht. Schlecht. Gut, die da hinten sind noch ganz schön weit entfernt. Wir wissen natürlich auch nicht, ob die Gin auch so gut sind. Da oben ist er. Oh, da ist er. Halt. Wartet mal, Leute. So.
So, komm, wir gehen noch ein bisschen näher ran. Kann ich das? Kann ich noch? Nee. Oh, jetzt perfekt. Der Moment. Jawohl. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Das müsste unser 3-Sterne-Gabelbock sein. Mal gucken, ob ich recht habe. Wir werden ihn noch nicht häuten. Ich glaube, wir... Ich weiß gar nicht. Können wir ihn... Oh, wir haben hier noch... Nee, aber erstmal nehmen wir den mit. So. Wen haben wir denn hier? Tatsächlich. Hervorragend. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob wir ihn häuten sollten, weil bei Pearson war für den Gabelbock eingetragen, also perfekter Gabelbock Kadaver. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob Kadaver das der Rest ist, nachdem man gehäutet hat oder nicht. Naja, werden wir mal sehen. Wir werden ihn erstmal verstauen. Aber das war doch mal eine erfolgreiche Jagd. So, gut. Da oben hatten wir noch ein Kraut, aber das ist jetzt nicht so entscheidend. Wir reiten jetzt einfach mal am Ufer des Sees hier entlang. Da hinten sehe ich auch noch ein Lager. Könnte auch noch von Interesse sein. Was haben wir hier eigentlich? Was sind das für... Sind das auch Gabelböcke? Das sind auch Gabelböcke, ne? Ja. Vorne ist irgendwie ein Vogel. Ich bin auch immer auf Tierbeobachtung, ne? Bei solchen Erkundungsritten. Ist das ein Vogel? Ach, das ist wieder ein Geier. Okay. Und da hinten ist tatsächlich ein Lager, sehen wir, mit einem Kanu. Ein Geier hier am Strand. Aber den kennen wir schon, ne? Oder ist das ein, möglicherweise ein anderer? Nein, das ist der Truthahn-Geier, den kennen wir schon. Oder aktualisiert? Ist da was Neues? Hm. Nee, das ist ein anderer, glaube ich. Als der Geier, den wir das letzte Mal gesehen haben. Bin mir nicht ganz sicher. Sind jetzt zwei Geier eingetragen? Schauen wir mal. Westlicher Truthahn-Geier, östlicher Wildtruthahn. Es gibt einen westlichen und einen östlichen Truthahn-Geier. Ja, alles klar, es ist tatsächlich ein anderer. Die Geierfedern können zur Herstellung von Hut-Accessoires benutzt werden. Aber ich bin mir nicht sicher, wahrscheinlich wieder Wormant-Gewehr, ne? Sonst wäre das natürlich jetzt noch was Feines für uns, sozusagen als Zweitbeute. Lasst uns nochmal schauen. Und die Infoanzeigen dazu. Benutze ein Wormant-Gewehr, um einen sauberen Abschuss zu erzielen. Ja, also mit Bogen geht's nicht. Ich glaube, als nächstes sollten wir uns mal dieses Wormant-Gewehr leisten. Das Geld müssten wir auch langsam beisammen haben. Und der Geier sitzt da nicht umsonst. Da liegt jemand. Oh, Mensch. Eine Leiche. Was ist hier los? Und da hinten? Da hinten hat er was damit zu tun. Ich meinte, der kampiert hier neben der Leiche. Hier ist eine Kiste. Die wir durchsuchen können, ja. Was finden wir hier? Flintenmunition. Ach, mal wieder Schnaps Guama rum. War der nicht für unsere Geldscheinklammer sogar? Hervorragend. $11! Wow, das ist ja eine reiche Beute. Dann werden wir den direkt auch nochmal plündern. Keine Ahnung, was den hier vertrieben hat. Oh, er lebt noch. Oh nein. Ein Liebesbrief haben wir gefunden. Oh Gott, das war ja eben gruselig. Verwaschener Liebesbrief, den können wir jetzt nur so halb lesen. Die Leseoption wird uns in diesem Falle nicht angeboten. Hm. Warte mal, vielleicht wenn ich nochmal reingehe. Vielleicht dann benutzen. Ja, jetzt können wir ihn lesen, alles klar. Ups, umdrehen können wir ihn auch, aber ich wollte ihn lesen. Meine liebe Miss McFarlane. Es tut mir leid, ich habe es gesagt. Es tut mir leid. Sie haben recht. Ich lasse zu, dass Dinge in meinem Kopf außer Kontrolle geraten. Das war schon immer so. Ich verstehe das, aber ich liebe sie. Wir sind füreinander bestimmt. Das ist unser Schicksal. Das weiß ich, denn ich habe uns in einem Traum gesehen, in dem wir unsere Kinder großzogen. Sie waren sehr glücklich, als meine Frau, und ich war sehr stolz, ihr Mann zu sein. Träume lügen nicht, und ich ebenso wenig. Ich gehe fort, um mein Glück zu machen, und wenn ich als reicher Mann zurückkehre, werden sie sehen, was für ein guter Ehemann ich für sie bin. Was für ein guter Vater für unsere Kinder.
Und nein, ich werde niemals erwachsen werden. In dieser Hinsicht lagen Sie falsch. Ich habe Ihnen noch so vieles zu sagen. Ich werde diesen Brief später weiterschreiben. Aber glauben Sie mir, wenn ich sage, dass wir für ein langes, glückliches Leben miteinander bestimmt sind, selbst Ihr Vater wird das irgendwann einsehen und mich akzeptieren müssen, trotz meiner niederen Herkunft. Miss McFarlane, das klingt ja ganz nach einem Stalker, ehrlich gesagt. Das klingt nach ein bisschen einem Verrückten. Haben wir möglicherweise jetzt irgendwie eine Quest bekommen? Oh, bei der Flatneck Station ist irgendwas los. Kann das Miss McFarlane schon sein? Oder ist das noch was anderes? Nee, was Neues ist, glaube ich, nicht dazugekommen, wenn ich das richtig sehe, oder? Was war das hier? Ach, das war Hosea. Okay, mal sehen. Vielleicht klärt sich das noch auf. Wenn wir Miss McFarlane treffen, werden wir möglicherweise das schon wieder vergessen haben. Aber wer weiß. Vielleicht wird uns dann einfach die Option angeboten, den Brief zu übergeben. So, was ist mit denen los hier? Sind das Fische? Okay. Gut, die wollen nichts mit uns zu tun haben. Dann ist das in Ordnung, dann verschwinden wir hier lieber. Keinen Ärger machen. Keinen unnötigen Ärger, ne? So. Aber lasst uns hier nochmal rüberschauen, ob hier noch irgendwas Interessantes ist. Schaut mal, da fahren welche Kanu. Das ist ja auch bemerkenswert. Ob die fischen, ob die einen Ausflug machen? Keine Ahnung. Gut, so, dann lass uns doch nochmal hoch zur Station, wenn da irgendwas los ist. Wir werden es erleben. Liegt ja gewissermaßen auf dem Weg, beziehungsweise ist das war eh der Plan, das zu tun. Vielleicht ist da wieder eine Pokerrunde am Start. Könnte ja möglich sein, ne? So, Hauptsache niemand klaut uns unseren 3-Sterne-Gabelbock. Hello, ma'am. Oh, hello. Do you smoke, sir? Oh, durchaus. Sure, but perhaps not as much as you. Oh, no, no, don't worry about these. Actually, take some. Take a couple of packs. Take a few. Oh, thank you. What are all the cigarettes for? Are you heading on a long journey or something? No, nothing like that at all. I'm just interested in the cards. Okay. Cigarette cards. Oh, you got any? Yeah? Well, get them out. Let me take a look. Come on, come on. A little picture card? Yeah, I'll pay you a good price. Okay. Nein, ich will die auch sammeln. Ah, nothing I haven't got. The value is in completing the set. Sometimes I'll smoke up to 200 cigarettes in one day, just so I can keep opening the packs. I wish I could explain to you the pleasure and the pain I get out of collecting these babies. Sure. Well, it sounds, thrilling? Yeah, it is. Not to mention the vast amounts of life-reaffirming cigarettes I get to smoke. Oh, and the amount of money? A veritable fortune, sir. Fortune? Oh, sure, sure. A complete set of any series is worth a fortune. Yeah, look at this. Gunslingers. Over here, circus freaks. Yes, yes, yes. Meow meows of the desert. So rare. I never knew. Sure. How much? Well, it depends on the rarity, sir. Oh, of course. Yeah. But you know, if you ever get a complete set, I can take it off your hands. And you'd pay me. A fair price. Now you send them to me right here. Phineas T. Ramsbottom, at your service. I gotta run. This is my train. Look me up, okay? Think about this deal. Only a complete set. That's where the value lies. Ja. Sehr gut. Sammle alle Zigarettenbilder und schicke die vollständigen Sätze per Post an Phineas. Okay, alles klar. Hat er denn hier noch was liegen lassen? Hm. Nee, schade.
Ich dachte, wir hätten noch eins abstauben können. Nun gut. Okay, Poker ist hier tatsächlich wieder angesagt. Ich bin echt geneigt, hier nochmal eine Partie zu machen, aber unser Kabelbock, der liegt hier so und der droht vielleicht so ein bisschen zu vergammeln. Deswegen, Scotch, wir müssen. Wir müssen ins Lager. Ich glaube, die Richtung hier ist die richtige. Und ja, dann schauen wir mal, wie genau wir das abgeben müssen. Ja. Werde ich vorher nochmal bei Pearson nachfragen. So, irgendwie ging es hier links rein. Ich finde immer den genauen Weg nicht. Also das ist schon ganz gut versteckt, muss man sagen. Unser Lager. Oder bin ich zu früh? Ich bin zu früh, da drüben ist es. Ich bin echt zu früh. Gab es denn nicht sowas mal wie so einen offiziellen Weg? Vermutlich, ne? Ich bin... Ah, hier. Oh, verdammt. Bill, ich bin's. Ich hab grad ein paar Probleme. Hier haben wir den Pfad. Ja, so oft ist Arthur auch noch nicht von der Seite rangeritten. Immer noch ein bisschen ungewohnt, das Ganze. So, da sind wir. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Turned into a toad, lovers into stone, entire country turned into morons. Curses everywhere. What's Valentine's curse? Well, I didn't quite understand what the woman was saying, on account of her being a bit of an idiot, but some about a massacre and a last surviving Indian cursing the county. Well, if they massacre people, then they deserve to be cursed. Of course. You believe in curses, Arthur? No. I believe in bullets. And not too much else. You soulless wretch. But what was it? Was it just bad luck or bad weather or something else? Something about an eagle or an owl. And a gravesite. Okay. I didn't really get it. Was ist denn das für eine interessante Geschichte? I think it sounds very interesting. Finde ich auch, Mary Beth. Mary Beth. Hi, Arthur. You okay? You don't seem yourself. Yes, I'm all right. Why? Okay, just making sure. Sounds good. Okay, sie scheint so ein bisschen die romantisch Veranlagte zu sein, die auf Abenteuer und Gruselgeschichten steht und so weiter und so fort. Sehr interessant. So, lass uns mal zu Pearson. Und mal nachfragen, wie das jetzt war mit dem Gabenbock. Hi, Uncle. Hey, Uncle. Hello, Arthur. Hope you're behaving yourself. No, of course I am. Klar. So. Mein lieber Pearson. So, dann schauen wir uns mal kurz an. Bei den Verbesserungen, da gab es irgendwas. Ja. So, ich muss jetzt mal wieder suchen. Ich habe es mir natürlich nicht genau gemerkt, was das war. Aber irgendwo war was mit Gabelbock. Hirschbockgeweih. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Geduld. Elchgeweih, Wolfskadaver, Wolfsfell, Rinderhaut. Wo war das? Speisewagen? Hier. Gabelbock-Kadaver perfekt. Das ist genau das. Eine kleine Verbesserung. Ja, genau. So, und das heißt, haben wir jetzt diesen Kadaver? Aha, hier haben wir ihn. Gabelbock, Kadaver, perfekt. Alles klar. Den werden wir jetzt spenden. Just in time, Mr. Morgan. Sehr schön. Und jetzt... Thank you, Arthur. Jetzt. Hello, Arthur. Ja, hallo. Jetzt ist hier noch was aktualisiert worden. Okay. Und dann werden wir jetzt nochmal nachfragen. Oh, Mr. Morgan.
I've jotted down a few things that I think could be nice additions around here. So, sehr schön. Was ein gesäuberter und verarbeiteter Gabelbockschädel als Dekoration im Lager. Ja, das können wir jetzt gerne mal herstellen. Well, a little something for me. Okay. Erledigt. Makes you feel a bit more like home. Okay, und wo ist das Ganze jetzt? Ist das Ding da oben? Hi Swanson, was ist los? Oder war das eben Pearson? Aha, okay Leute, unsere erste Verbesserung. Da oben. Dieser wunderbare Gabelbock-Schädel. Großartig. Ich hoffe, die Leute sind jetzt absolut glücklich, dass sie das haben. Gut, dann werden wir an dieser Stelle eine gewohnte Pause machen. Ich bin mir noch gar nicht so sicher, was wir das nächste Mal machen. Wir werden sicher nochmal ins Tagebuch schauen. Wir könnten hier im Lager auch mal, was ich noch nie gemacht habe, ist Domino spielen. Das wäre vielleicht mal was. Aber dann, ja, dann könnte man zum Beispiel diese Kirin-Aktion machen, damit er da nicht so lange hier an seinem Baumfall stehen muss. Mal gucken. Uns wird auf jeden Fall was Spannendes einfallen. Es gibt ja so viel zu tun und zu entdecken hier auf jeden Fall. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinballen.